Liebe Genossinnen und Genossen, schön, euch alle zu sehen. Und Saskia hat es gerade betont, diese Europadelegiertenkonferenz ist für uns der Start in einen Europawahlkampf, in einen Europawahlkampf, der eine enorme Wichtigkeit hat. Ja, für die SPD, für Deutschland und erst recht für Europa. Liebe Genossinnen und Genossen, um es in der Klarheit zu sagen, die Feinde der Europäischen Union haben sich aufgemacht. Die Feinde von innen und von außen, die Trumps, die Putins, die Höckes. Seit gestern wissen wir auch die Wagenknechts. Und wir sind die Partei, die Europa und seine Werte verteidigen wird. Darum geht es in diesem Wahlkampf, liebe Genossinnen und Genossen. Und Katharina, ich will das noch mal unterstreichen. Es gibt keine bessere Spitzenkandidatin, mit der wir in diesen Europawahlkampf ziehen können, bei genau dieser politischen Konstellation. Du bist seit Jahren eine starke Stimme für die Demokratie, eine starke Stimme für den Zusammenhalt, eine starke Stimme für den Rechtsstaat, eine starke Stimme für die Verteidigung unserer Werte. Und deswegen, liebe Katharina, freue ich mich wahnsinnig darüber, dass wir heute mit dir als unserer Spitzenkandidatin in den Europawahlkampf starten. Liebe Genossinnen und Genossen, wir machen heute mit unserem Programm auch deutlich, dass wir Europa anders gestalten wollen, als das heute der Fall ist. Wir haben den Anspruch, Europa zu verändern. Aber uns unterscheidet von den Feinden der Demokratie, von den Rechtsextremen, die sich aufgemacht haben, die wollen Europa zerschlagen. Wir wollen Europa stärken. Wir wollen es besser machen. Wir wollen es einfacher machen. Das ist der Unterschied und das wird in unserem Programm deutlich. Wir sagen nicht, dass wir beim Status quo stehen bleiben wollen. Wir wollen Europa zum Besseren verändern. Aber wir haben etwas anderes vor als die Rechtsextremen. Guckt euch die Pläne an, die jetzt von der AfD öffentlich geworden sind. Unter dem Wort Dexit verbirgt sich doch nichts anderes als die Zerschlagung der europäischen Idee. Und ihr alle kennt das, ihr alle kennt das aus den Wahlkreisen, aus den Regionen, in denen ihr lebt, aus den Gemeinden, in denen ihr Verantwortung übernehmt. Da gibt es dann immer irgendwo den Mittelständler, den man trifft, den man gar nicht so wahrgenommen hat, aber wo dann einem bewusst wird, das ist ein europäischer Champion. Da sind Arbeitsplätze und da ist Wachstum entstanden durch die Vernetzung in der Europäischen Union. Und diesen Mittelständlern können wir sagen, wenn die Pläne der AfD umgesetzt werden, dann gefährdet das die Arbeitsplätze bei euch und den Wohlstand und das Wachstum. Jeder fünfte Arbeitsplatz in Deutschland hängt an der Europäischen Union. Und deswegen lasst uns in diesem Wahlkampf dem Stahlarbeiter in Duisburg, dem VW-Mitarbeiter in Wolfsburg und der Hafenmitarbeiterin in Rostock sagen, die AfD hat sich aufgemacht, eure Arbeitsplätze zu vernichten. Aber die Sozialdemokratie ist standhaft, steht dagegen. Wir wollen ein besseres Europa, ein Europa für mehr Arbeitsplätze, für mehr Wachstum, für mehr Wohlstand. Wir wollen die Uhr nicht zurückdrehen wie die AfD. Das ist die Kampflinie in diesem Wahlkampf, liebe Genossinnen und Genossen. Und Saskia hat es gerade angesprochen, es geht trotzdem auch um die Frage, wie können wir noch mehr rausholen? Wenn wir uns die Zahlen angucken, dann hat Europa seit 2008 nicht wirklich das Bruttoinlandsprodukt verbessert. China hat sich vervierfacht in derselben Zeit, die USA haben sich verdoppelt und beide sind an uns vorbeigezogen. Und jetzt weiß ich als Sozialdemokrat auch, das Bruttoinlandsprodukt ist nicht alles. Aber es ist eben auch ein wichtiger Wert und ich bin fest davon überzeugt, wir können mehr rausholen aus der Europäischen Union. Durch eine gemeinsame Industriepolitik, durch eine gemeinsame Infrastrukturpolitik, durch eine gemeinsame Energiepolitik. Alles das haben wir noch vor und das wird dazu führen, dass Millionen Arbeitsplätze in der Europäischen Union entstehen, dass Europa als Akteur gestärkt wird. Und damit verbunden mit dieser gemeinsamen Wirtschaftspolitik ist übrigens auch eine gemeinsame Arbeitsmarktpolitik. Und wir haben gezeigt in der Pandemie über den Wiederaufbaufonds mit der Arbeitslosenversicherung SURE, die übrigens
wir unserem europäischen Spitzenkandidaten Nicolas Schmid, dem Kommissar, zu verdanken haben, der mit Hubertus, mit anderen daran arbeitet, dass Europa ein soziales Gesicht hat. Liebe Genossinnen und Genossen, das unterscheidet uns doch von den Konservativen und anderen, die im Status quo verharren wollen. Wir haben noch was vor mit der Europäischen Union, und das wird mit diesem Wahlprogramm, das wir heute verabschieden, deutlich. Und dann lasst mich aber auch zu einem Bereich noch etwas sagen, der mir auf den Nägeln brennt. Ich habe gestern die Berichte gesehen vom Gründungsparteitag der BSW. Und da wird dann fabuliert über die Politik gegenüber der Ukraine. Und dann muss man sich dort anhören, dass Deutschland die Waffenlieferung sofort einstellen solle und man verhandelt. Und man beruft sich dabei auf Willy Brandt. Liebe Genossinnen und Genossen, ich sage als SPD-Vorsitzender in aller Klarheit, Willy Brandt und Helmut Schmidt hätten ihre europäischen Feinde niemals im Stich, ihre europäischen Freunde niemals im Stich gelassen, so wie die BSW das vorhat. Das ist der Unterschied zu denen, die in Talkshows sitzen, die Bücher verkaufen, die sich immer weggedrückt haben, wenn es um politische Verantwortung geht. Wir wissen, wie schwierig die Entscheidungen sind. Wir wissen, wie schwierig manche politische Debatte ist. Aber wir stehen an der Seite unserer Freunde in der Ukraine. Wir helfen, dass dieses Land sich wehrt gegen einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Und lieber Olaf, Lieber Olaf, auch das von uns als Partei in aller Deutlichkeit. Es ist richtig, dass wir an der Seite der Ukraine stehen. Aber es ist auch richtig, liebe Genossinnen und Genossen, dass wir einen Bundeskanzler haben, der abwägt, der überlegt, der sich mit den Partnern koordiniert, der kein Dampfplauderer ist, sondern der verantwortungsvolle Entscheidungen für dieses Land trifft. Und deswegen ein großer Dank von dir für deine Ukraine-Politik. Liebe Genossinnen und Genossen, das wird ein harter Wahlkampf. Das wird ein Wahlkampf, der uns fordern wird. Das wird ein Wahlkampf, bei dem uns der Wind hart ins Gesicht bläst. Aber ich sage euch, es geht nicht um uns. Es geht um die europäische Idee. Wir müssen mit Leidenschaft für die europäische Idee in diesem Wahlkampf kämpfen. Wir wollen Europa besser machen. Dafür haben wir eine super Spitzenkandidatin. Da haben wir gute Kandidatinnen und Kandidaten auf der Liste. Dafür haben wir ein gutes Wahlprogramm. Und es ist unsere verdammte Pflicht, dass wir für diese europäische Idee mit Leidenschaft kämpfen. Wie großartig ist ein Projekt, in dem 27 Nationalstaaten sich zusammentun, 450 Millionen Bürgerinnen und Bürger und für eine gemeinsame Richtung stehen. Dafür steht auch die deutsche Sozialdemokratie. Das machen wir in diesem Wahlkampf deutlich. Glück auf, liebe Genossinnen und Genossen. Das wird ein guter Parteitag. Vielen Dank.